Also eingeladen habe ich euch. Was machen wir als wir nächstes? Sind schon im Spiel. Ich habe noch keine Einladung. Doch, ihr habt alle eine Einladung bekommen, tatsächlich. Ah, hier ist noch das Drogen-U-Boot, das machen wir jetzt als nächstes. Weil das erste haben wir ja schon in der letzten Folge zerstört. So, okay, wie gesagt, ihr habt Einladung müsst ihr auf jeden Fall haben. So, warte mal, ich habe noch Fertigkeiten. Ansonsten schauen wir mal, ob du die Party nachgejoint bekommst. Kennt sich einer von euch mit Grafikkarten aus? Nein. Ich bin tatsächlich Konsolenkind. Ich habe zwar einen relativ guten PC, aber nein. Ach, schade. Wieso? Ich habe meine alte Grafikkarte hier liegen und die will ich verkaufen. Ich weiß nicht so recht, was ich für nehmen kann. Guck bei eBay oder so, ja, oder guck mal im Internet, ob die ungefähr. Ansonsten sag mal, was das für eine ist. Vielleicht hat einer meiner Abonnenten tatsächlich irgendwie mal oder Markus Abonnenten vielleicht mal eine Idee, was er so bringen würde. Das ist ein Nvidia GTX 1050. Also wie gesagt, falls ihr da irgendwie... Also ist nix Dolles, also. Okay. Falls ja irgendwer tatsächlich irgendwelche Preiseinschränkungen, realistische Preismeldungen hat, einfach mal drunter in die Kommentare posten. Ich leite das dann weiter. So. Jo, das wär's doch. Das wär's. Ansonsten, wie gesagt, einfach mal irgendwo gucken im Internet. Ja, wie gesagt, ich forsche da auch nach, das ist nicht das Problem. Ne? Nur hätte ja sein können, dass sich einer von euch da auskennt, dann hätte ich mir das Nachforschen sparen können. Also ich kenne da tatsächlich jemanden, kannte jemanden, guter Kumpel von mir, der hat das, der hat immer das Neueste geholt damals, grafikkartenmäßig. So. Da sahen einige Spiele richtig krass aus. Aber ich habe so keinen Kontakt mehr wirklich zu dem. Hm. Aber wie gesagt, falls das irgendwer weiß, der kann sich ja mal melden. Also guck halt bei eBay, was sie bringen würden, was sie realistisch bringen würden. Oder frag im Computerladen nach, weil die wissen bestimmt ein bisschen mehr. Ja. Okay. Ja, wie gesagt, ich würde jetzt eigentlich gerne dann das U-Boot zerstören und danach die Aufklärungsdaten machen. Sind wir komplett soweit irgendwie alle hier? Ja, ja, ne? Gut. Ich bin auch jetzt drin im Spiel. Wollen wir jetzt spielen noch eine Runde Schiffe versenken? Mhm. Okay, mein Energy Drink ist leer. Okay. Aber jetzt trinke ich keinen zweiten, sonst komme ich nicht ins Bett nachher. What the fuck? Oh, ich hatte schon Batida de Coco mit Mangosaft. Ja, ich muss morgen eigentlich nicht allzu früh arbeiten. Ich hätte eigentlich frei gehabt. Aber weil ich sonst. Den rechten. Der Fall. Okay. Ich habe eigentlich schon morgen nicht frei gehabt, aber ich habe jetzt Samstag frei gehabt. Und habe dadurch schon morgen quasi Zusatzdienst bekommen. Von einem 6-Stunden-Dienst. Achtung, Leute. Oder ist das leider von euch gewesen gerade? Ja, das ist eine Leuchtrakete gewesen. Okay. Ich schaffe so viel. Ich finde es immer lustig, wie einfach mal irgendwo was explodiert in dem Spiel. Du fliegst irgendwo, da fährst du irgendwo lang, da ein Feuerball, da explodiert was. Das links machen wir danach, die Aufklärungsdaten. Weil wenn wir die Mission durch haben, würde ich sagen, einfach ein paar Aufklärungsdaten machen, damit wir wieder neue Missionen bekommen. Und tatsächlich kam auch die Folge mit dem Raptor, obwohl wir es ein bisschen verkackt haben, ziemlich gut an, muss ich sagen. Ja, mit dem Predator meine ich natürlich. Da gibt es irgendwie noch, Event, da gibt es dieses Sam Fisher Event noch. Tatsächlich. Das soll aber nochmal... hier so ein bisschen an, am Rand, ne? Ja, wir müssen den Hafen dann ein bisschen ausleuchten, ne? Schauen wir mal wieder, ja, doch, ja. Ja gut, klar, U-Boot. Okay. Mal dann auf, liebe Leute. So. Ich schicke eine Drohne. Okay, da hat wieder jemand meine Chronik gepostet, sich gerade auf Facebook. So.
Ja, ich stimmt. Die Drohne ein. Drohne steigt über eine Gruppe Tangos. Drittes Ziel. Was ist denn das für ein riesiges Wetter? Man sieht da kaum hier ein. Ja, ist so, ne? Ich finde es lustig, unsere Spielfiguren versuchen sich an unserem Humor. Ja? Ja, genau. Was meinst du? Na, weil gerade gesagt wurde, so ein fettes Teil flussaufwärts. Und da hat die andere gesagt, meine Mutter hat das früher auch mal gesagt. Oh. Schlechte Wortwitze, hä? Ja, das ist doch eigentlich unser Job. Ja, deiner, meinst du? Oh, oh, oh. Scheiße, tickst du. Und zack, da ist er wieder. Ja, kennst du. Einen hab ich weg. Ich hab auch schon einen weg. Zwei Scharfschützen weniger. Klatsch, Headshot. Oh, wenn die mal stehen bleiben würden, ey. Mann, die rennen hier rum wie die, so eine Bienengestorben. Jetzt kommen die zu euch gerannt, Vorsicht. Ja, ja, von da oben kommt auch einer. Unten im Steg ist einer, ja. Tango erledigt. Das Problem ist einfach, dass du hier, wenn du hier im Sumpf umeinsinkst. Danke. Hä? Der hat gerade auf mich geschossen. Okay, gut. Und ich habe den einfach nicht bekommen. Ja, ich habe den bis ein bisschen Winkel gehabt. Ich bin nämlich hier durch ja, mehr links rum. Ne? Ihr seid rechts rum. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. Ich bin mehr links rumgegangen. Der Kleine da rechts ist mit dem Schiff nach raus gerade. Ich sehe dich, die scheiß Gras nicht, ja. Ja, das Problem habe ich gerade auch. So, der rechts ist weg. Ist scheiße. Auto, ne? Da kommt ein Auto. Ja. So, hier ist irgendwo. Wo ist es denn? Nachschub. Den markiere ich mal mit. Ah, und das ist nochmal Nachschub. Markieren wir mal den Nachschub hier, die zwei Dinger. Hinter uns kommt ganz viel Rot auf uns zu. Ja. Ja, das Problem ist, es ist schade, dass man wie bei GTA einfach keine Fallen legen kann. Die Frage ist, wo die genau herkommen. Ich hab eine Idee. Ich hoffe, ich komme da hin. Was ist denn der Scheiß? Shit, das geht nicht. Hab ihn. Wo bleiben die denn jetzt? Verdammte Scheiße! Ach Gott, die sind auf der anderen Uferseite, da von hinten. Oh, da ist jemand gerade direkt vor meinen. Kann von euch. Schön. Nein, der muss ich nachladen. Vorsicht, Granate. Ihr habt's gesehen. Er ist herausgegangen, gerade aus seinem Kreis. Granate fliegt. Der war zu nah. Die Granate hat ihn nicht erwischt. Granate kommt. Oh, das war die Granate, die uns was explodieren könnte. Einsatz abgeschlossen, ich bin in die Luft geflogen. Was haben wir du gerade wieder veranstaltet hast? Wohin? Ich stand nur hier. Ich stand was macht nur hier. Die denn da? Also ich will dich halten und die springt hier erstmal über hier ins Wasser. Oh, das ist nicht zu fassen. Was soll das denn? So, der ist weg. Komm raus aus dem Schädel. Leg mich doch. Komm her. Jawohl, ja. So, vieles müsste. Oh ja, ich sehe gerade, was hinter uns kommt. Aber in dem Boot müssten irgendwo noch welche sein. Hier ist noch alles rot. Ja, in dem Schiff ist. Ich guck mal, was ich hier hinten kriegen könnte. Tango getötet.
Jetzt ist das Rot weg. Ah, jetzt aber noch. Also bei mir quasi. Jetzt. Scheiße. Also hier ist auf jeden Fall. Richtig hoch. Dankeschön. Irgendwie will der das aus dem Wasser nicht hochklettern. Ich fahre. Muss nur mal kurz den Kopf hoch, ne? Mhm. So. Vor dich, Kev, da direkt vor dir sein. Ich weiß, ich weiß. Idee, warte. Den will ich ja holen. Oder war zu weit, ne? Appen! Ha! Ja, ja, das sind aber noch, also ich habe hier hinten noch 4. Oder sind so. Das 4? Doch, es müssten 4 sein. Müssen wir jetzt hier eigentlich noch was machen? Nö, wir gehen jetzt rüber zum A. Warte mal, ich will mir die 4 Gegner hier noch holen, die 4 Hansas hier noch holen. Ich steche hier unten lang, okay? Was ist denn hier hoch? Das ist eine Waffenkiste. Wie bist du hier aus dem Wasser gekommen? Das Boot. Das Boot. Ich bin ins Boot gestiegen, aber... 2 habe ich. Ich bin einfach ins Boot des Fahrers gestiegen und dann bin ich irgendwas nicht raus. Drei habe ich. Hängerichs meiner. Abgelegt. War meiner. Ja, du hast mich noch weggenommen, Mixer. Schön weggeschossen. Ich hätte ja alle 4 gehabt. 3 habe ich weggeholt und den einen habe ich angelegt. Ja, klar, das A ist, können wir jetzt das nächste machen. Granate fliegt. So, was war? Wollen wir im Heli weiter, oder? Pff, wie weit ist denn das? Ja, theoretisch müssen wir jetzt aufpassen, weil der Heli, der da oben rechts ist, ist ein Unidad-Heli. Oder kann man die vom Himmel holen? Also, solange der uns noch nicht gesehen hat, ist alles gut. Ja, ich guck gerade, ob ich den kriegen könnte von hier. Naja, nicht mehr, nicht in den Winkel. Nee, alles gut, solange der uns nicht sieht. Hast recht. Füße still halten. So, genau. Uiuiui, hier raucht's ja ganz schön. Okay, alle da? Ja. Alles klar. Abflieg. Nahegelegener Einsatz. Der Dschungel bewegt sich nah, Leute. Wollen wir es nochmal versuchen? Nee, lieber nicht. Leute, passt auf. Das ist ein Unidad-Dings. Sehr schon, ja. Ich glaube, hier oben landen ist gar nicht so eine schlechte Idee. Nur rechts hinter uns ist auch schon lila. Ja, da sind aber auch ein paar von unseren Leuten. Seid ihr schon rausgesprungen? Ja. Ja. Wir lassen dich ganz heimlich alleine. Die Drohne ist oben. Ich dachte, ich fliege noch ein Stück, ich hatte keinen Bock zu laufen. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. Habe einen Generator gesichtet. Da oben ist ein Scharfschütze, oder? Nein, da ist keiner drin. Oh doch, ja doch, da ist einer. Ja. Okay. Ziel Nummer 5. Das sind aber einige, ne? Soll ich den gleich mal wegmachen, den Scharfschützen? Welchen von den beiden? Den rechts, da oben beim Hubschrauber. Ja, mach das ruhig, wenn du schaffst. Ich gucke, ob ich den Winkel kriegen kann. Feind am Boden. Scharfschütze rechts ist weg beim Hubschrauber. Da schießt einer dran vorbei. Nee, zu früh runter geht der. Na gut, 430 Meter, das ist ein ordentliches Stück. Ich wollte den hinteren Scharfschützen holen, aber das klappt nicht so, wie ich das will. Nee, der ist mitten durch den Turm.
So, die Uniendaten ist schon mal auf uns alarmiert. Das ist schon mal gut. Ja, so fängt ein Einsatz immer gut an. Klar. Vor allem, weil die auch einen Mörser auf dem Gelände haben. Das kommt gut, ne? Elektrisches Tor, dann muss ja auch irgendwo der Stromverteiler sein. Wo ist der Stromverteiler? Da muss hier irgendwo sein. Elektrisches Tor heißt eigentlich immer Stromverteiler. Börser können die, kann ich auch. Da hinten ist auch noch ein. Ja, der ist hinten links. Der Stromverteiler ist hinten links. Versuch mal eben den Lautsprecher auszuschalten. Jetzt habe ich ihn. Ja gut. Wer war Autos von Weg? Hinten. Wer war denn jetzt auf dem Weg zum Strom? Ich gehe jetzt zum Strom. Oder habt ihr den schon gemacht? Nee. Gut, dann mache ich das jetzt. Dann gehe ich jetzt auch dorthin. Ich bin hier gerade auf dem Weg. Warte, die sind doch eh alarmiert, ne? Ja, die sind eh schon alle alarmiert. Ja, hier unten fährt irgendwo ein Auto. Ich frage es wo, hier. Komm schon, ein Sniper, komm, guck raus, komm. So, Strom ist weg. Strom ist weg? Strom ist weg. Mann, guck raus, los, komm. Ich hab ihn erwischt. Den jetzt erwischt, den Kollegen. Mann, ja, genau, ja. Oh, ey, es kotzt mich so an manchmal. Bin gleich da. So, den habe ich weg. Wenn wir so viel Zielgenauigkeit hätten beim Laufen wie die, da wäre ja alles viel besser. Ja. Na komm. Wir sind immer leichter auf leichte Arbeit. So. Danke. So, mal gucken, ob wir von hier hinten vielleicht irgendwo reinkommen. Ja, da hinten ist es vor. Aber Strom ist ja eh schon weg. Da ist schon was rot. Oder lila, eher gesagt. Eieieiei. Kommt da unten Betrieb, ist auch ein Betrieb. Wir haben hier 5 Autos oder so. Aua, ich muss hier raus. Das wird zu viel uns. Ich brauche eine Munitionskiste. Kenn ich. Da hinten ist irgendwo einer. Das kenn ich. So.